Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Zombie-Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Map die Maschine, das Ethoskop, zusammenbaut. Als allererstes, Leute, müsst ihr wieder den Strom einschalten. Für all die, die nicht wissen, wie es geht, dazu habe ich ein separates Video hochgeladen. So, wenn ihr dann Strom eingeschaltet habt, Leute, müsst ihr dann Packer Punch aktivieren. Dazu habe ich ebenfalls ein Video hochgeladen, Leute. Falls einer nicht weiß, wie es geht, kann er gerne mal nachschauen. So. Wenn ihr dann Strom angeschaltet habt und Packer Punch aktiviert habt, müsst ihr als nächstes eine Anomalie auf der Map suchen. Da gibt es unterschiedliche Spawn-Orte, Leute. Hier ist einer. Einfach aktivieren, weil das ist sehr, sehr wichtig, weil die Teile vom Ethoskop sieht man halt nur, wenn es halt dunkel ist. So. Wenn ihr dann die Anomalie aktiviert habt, könnt ihr auch schon zum ersten Ort, zur ersten Location. Und zwar ist der am Spawn hier an der Treppe. Jedes Mal, Leute, wenn ihr ein Teil aufhebt, spawnen Hunde. Also denkt dran, wenn ihr gerade keine Munition oder so habt, dann überspringt das lieber. Oder falls ihr mal das nicht schafft mit der Anomalie, euch die Zeit ausgeht, ist auch kein Problem. Alle paar Runden spawnen neue. So, Leute, die zweite Location ist bei Juggernaut, hier auf der Turbine, auf dem Flugzeug. Und die dritte Location, Leute, ist hier bei diesem Typen unter der Treppe. Bei dem Kerl, wo ihr eure Rüstung auch verbessern könnt. Einfach die Treppe runter und das Teil aufheben. Wenn ihr nun alle drei Teile habt, Leute, müsst ihr beim Packer Punch bzw. unterm Packer Punch zur Werkbank gehen. Die befindet sich hier. Da könnt ihr das dann zusammenbauen. So, für all die, die nicht wissen, was das jetzt bringt, das Ganze ist, soweit ich weiß, notwendig, um das Easter Egg zu machen. Also ist ein Teil des Easter Eggs. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.